Nach über 208 Tagen wird es endlich Zeit, Village Resident Evil für die PlayStation 5, die europäische Collectors Edition, auszupacken. Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Vanfield und begrüße euch wieder zu einem kleineren Unboxing bzw. zu einer kleinen Review-Folge vor. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier dieses Mal die PlayStation 5 Village Resident Evil Collectors Edition, die europäische wohlgemerkt. Ich habe mir sehr, sehr lange Zeit damit gelassen. Ich habe die Village Collectors Edition, ich glaube, mindestens viermal zu Hause zu stehen. Einmal die japanische eCapcom Limited. Und da gab es ein paar Sachen. Es war sehr viel Frust auch mit dabei, weswegen ich das immer wieder vor mich hingeschoben habe. Irgendwann war auch kein Interesse mehr zu dem Zeitpunkt da. Jetzt dachte ich mir, ey komm, hau das mal rein, denn würde auch irgendwo Sinn ergeben. Du bist so konsequent gewesen mit der Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake Collectors Edition. Du hast ja ausgepackt gehabt. Ich will jetzt euch auch nicht lange warten lassen. Wir schauen uns wie gehabt zuerst die Box an, das Artbox hier, ne, was wir hier vor uns zu stehen haben. Dann schauen wir uns die ganzen Sachen in der Box an, ne, mit was kommt die Collectors Edition, was hat sie gekostet, lohnt sich sie noch zu holen und so weiter und so fort. Und dieses Mal das Ganze auch in der Light-Up-Box, die ich hier zu stehen habe, damit das Ganze auch ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Ne? Insbesondere die Statue, die ja hier mit beiliegt. Ich bin gespannt, wie die Statue auch ausgearbeitet ist im Vergleich zu der Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake-Statuen, also Leon und Jill. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Grunddesign dieser Boxart. Wie ihr sehen könnt, unterscheidet sich diese Box nicht viel anders im Vergleich zu der Resident Evil 2 oder Resident Evil 3 Remake Collectors Edition. Wir haben hier diese altbekannte, ich sag mal, Schuber-Box, ne, mit dieser komischen Hülle, die wir da drüber haben, und dahinter befindet sich die Box. Die ist teilweise halt nur mit zwei Stickern beklebt, damit sie auch diesmal fest bleibt. Ich habe sie jetzt mittlerweile abgenommen gehabt, aber die Box ist noch jungfräulich, mega frisch. Was haben wir hier zu sehen? Das ganze Boxart richtet sich nach einem Reisekoffer. Ihr seht hier überall ein paar Sticker aufgeklebt, ne, von Hotels, von Reisezielen, Destinations und so weiter und so fort. Hier an der Frontbox. Hier an der Seite haben wir es nach wie vor. Hier ein Sticker, da ein Sticker, vielleicht auch Briefmarken oder so, Zugtickets, so wie es aussieht. Auf der Rückseite, dazu kommen wir gleich, die ganzen Inhalte. Und hier quasi auch nochmal ein Aufdrucksticker, was alles so ein bisschen used aussieht, ne? So ein used look. Auf der Oberfläche haben wir hier die Halterung. Und ich verstehe nicht, wenn man sich schon so die Mühe macht, das alles auf so einem dicken Papier zu pressen, zu drucken, warum hat man uns nicht gleich einen richtigen Koffer gegeben gehabt, wo die ganzen Inhalte drin sind, ne? Wie damals zum 5th Anniversary. Das hat das Ganze viel hochwertiger gemacht und würde sich auch viel besser machen in der Gesamtoptik, ne? Möchte ich mal meinen. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze jetzt nochmal um und schauen uns mal die Rückverpackung an. What's in the box? Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier mit Sicherheit das Highlight. Und zwar haben wir hier die Chris Redfield Statue im Maßstab 1:6. Das bedeutet ungefähr 30 cm. Ich würde sagen, dass die Statue auf plus minus 33, 34, wenn nicht sogar 35 cm kommen wird. Allein durch die Dicke der Base, ne, die man hier sehen kann. Wir haben ein Steelbook. Wir haben hier eine Karte aus Stoff, was dieses Mal sehr interessant ist. Die wird mit Sicherheit geknickt und gefaltet sein. Und oh boy, sage ich euch, die Box lag jetzt die ganze Zeit in einem Karton, gut gelagert, gut gesichert. Ihr seht, Gebrauchsspuren sind so gut wie kaum vorhanden an dieser Box gesichert. Und ich bin mir sicher, dass sie gefaltet wurde und wie hier und da ein paar Knicke sehen werden. Ne? Wenn es aus Stoff ist, werde ich mal versuchen, das irgendwann mal gerade zu bügeln, in den Bilderrahmen reinzustecken. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ne? Wir haben halt hier dieses spezielle Artbox-Design, was wir uns gerade angeschaut haben. Ein Artbook. Ich gehe stark davon aus, dass das Artbook im Softcover sein wird, ne? Kein Hardcover. Die Hardcover sind meistens in Japan vorbehalten. Wir kriegen natürlich immer das ab, was doch gerade so geht. Ansonsten haben wir hier noch ein Trauma-Pack-DLC, das die Samurai Edge aus Resident Evil 7 behält, ne, Found Footage Filter zu Resident Evil 7, zu Resident Evil 8 aus Resident Evil 7. Wir haben hier die Musik, glaube ich, aus, nee, die doch, Goatold and Rowdy, Safe Room Musik. Wir haben Mr. Everywhere eine Waffenaccessoire, die man wahrscheinlich an die Waffe als Anhänger anheften kann. Und man kann gleich mit dem Mega-Schwierigkeitsgrad Village of Shadows, ich drehe es mal ein bisschen so, damit ihr auch sehen könnt, Village of Shadows gleich starten, wer die Eier dazu hat. Und letztendlich nochmal ein, ich sag mal, digitales Artwork zu die Tragödie von Ethan Winters. Wahrscheinlich so eine Art Vorgeschichte, was für die Leute wahrscheinlich gedacht ist, die mit Resident Evil 7 noch nicht Fuß fassen konnten. Ne? So eine Art, was bisher geschah.
Das sind sozusagen die Inhalte. Und natürlich Steelbook. Ey, sorry Leute, Steelbook total vergessen. Aber vom Steelbook erwarte ich nichts. Ich habe das Steelbook schon hier zu stehen und der Druck ist leider. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir machen die Box auf und schauen uns erstmal an, wie die Box unter diesem Schuber aussieht. Die sieht schon teilweise besser aus, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist so schön schwarz gehalten. Macht das automatisch natürlich ein bisschen edler. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie man das Ganze am besten aufmacht. Ich glaube aber, wir brauchen einfach nur hier dran zu ziehen und. Ja, sehr schön. Hier ist die Box. Und als erstes lacht uns das. Ich kann es mal so mitnehmen. Ich nehme euch mal so mit. Das Artbook wahrscheinlich, ne? Ja, das wird das Artbook sein. A Traveler's Record. Das werden wir gleich rausholen. Wir holen die ganzen Inhalte raus und dann schauen wir sie uns in der Lightbox mal genauer an. Wow, also ich muss schon sagen, dass das Artbox von der Kirschstatue mir weitaus besser gefällt als die zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake, also zu Leon und Chris. Macht was her. Also es sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Also hat schon was von einer Premium-Qualitätsstatue. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Ne? Wir haben hier alles andere als Premium. Das garantiere ich euch schon fast. Ansonsten habe ich mal das Ganze mal ein bisschen umgedreht gehabt, damit ihr die Codes nicht seht, weil die will ich auch früher, später mal nutzen. Haben wir hier die Codes, die ich gerade erwähnt hatte. Fokus, Fokus, da haben wir es. Genau, ne? Die ganzen Sachen, die halt mit dabei sind. Ne? Das Traumapack DLC ist gültig bis zum 7.05.2031. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, mir die PlayStation 5 zu organisieren. Ne? In der Hoffnung, dass sie dann bis dahin mal erscheint. Ansonsten, wie ich schon vermutet hatte, das Stoffposter, es ist gefaltet. Das machen wir gleich auf, schauen uns das mal ein bisschen genauer an, ne? Was es bereithält. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, gefällt mir sehr gut. Die meisten von euch werden sicherlich schon Resident Evil 5, wollte ich gerade sagen, Resident Evil Village RE schon durchgespielt haben, ne? Weswegen ich jetzt auf Spoiler nicht mehr Acht geben werde. Ich meine, hey Leute, es ist ein halbes Jahr her, seitdem der Teil released wurde, ne? Ansonsten haben wir hier das Spiel. Factory Sealed natürlich in einem Steelbook. Ich werde das jetzt nicht auspacken, weil ich irgendwo hier noch ein Steelbook zu liegen habe, zu Village. Mehr als einen tatsächlich. Das lassen wir mal noch zu. Es kommt natürlich in so einem Schuber daher, was relativ cool aussieht. Gefällt mir. Deswegen bleibt das erstmal so weit. Factory Sealed. Wir haben hier das Traveler's Record Artbook. Wie ich schon vermutet hatte, Softcover. Wir schauen uns die Seitenklammer gleich an. Ne? Also ich habe das Spiel jetzt mittlerweile auch schon durch. Ich packe das gleich in die Lightbox rein. Ich wollte jetzt einfach die Statuenverpackung im Fokus halten. Und tatsächlich haben wir hier noch ein ja, Random Print. Na, dieser Fötus hier zur Village kann man sich einrahmen, kann man irgendwo hinklatschen in die Vitrine oder so. Hat man auch was Schönes. Ne? Leider zu dunkel gehalten. Also, das hätten sie ein bisschen vom Kontrast her das ganze Symbol hier ne, ein bisschen kontraststärker machen können, damit man es auch ein bisschen erkennt. Aber gut, das ist nur meine Meinung. So, Freunde, ich versuche euch das Ganze mal ein bisschen gut auszuleuchten. In der Hoffnung, dass es gut wird, mehr oder weniger. Genau, Village Resident Evil Travels Record. Das Ganze hat 61 Seiten. Die Waffen sind auch mit drin. Und man beginnt hier mit dem Intro. Na, Artworks vom Intro. Schaut sehr gut aus, das Ganze. Das Intro fand ich ja auch mega. Also es hat so viele Tim Burton-Vibes. Ne? Also es ist unverkennbar Tim Burton-Style gewesen. Hat mich sehr, sehr erfreut, das zu sehen, weil ich auch ein großer Tim Burton-Fan bin. Hier ein paar Designs nochmal. Der Vater, das Kind, die Mutter. Hier nochmal, ne? Zack. Finde das Haus braucht man jetzt nicht zu sehen. Irgendwas Interessantes vielleicht dabei. Die Waffen sind hier. Genau, gucken wir uns mal ein paar Gegner-Konzept-Artworks an, ne? Oder eigentlich finale Artworks. Die Mutter ist da, Mutter Miranda. Hier der große Klotz, dessen Namen ich vergessen habe. Urias oder Uris hieß er ja. Oh, das ist ein mega, mega Artwork. Das gefällt mir richtig gut. Chris, ne? Ja, das ist mega cool. Das gefällt mir tatsächlich. Chris, Chris, Chris. Dieser Riesenfötus war auch super im Film, sage ich, im Spiel dargestellt. Ne? Haben wir hier irgendwo Alzina? Bestimmt, irgendwo ist die Mutter. Oh ja, hier. Na,
Leider der kürzeste, aber mit Abstand auch der schrecklichste Part im gesamten Spiel. Ich fand es sehr, sehr schade, dass Donner hier viel zu kurz im Spiel vorkam, ne? Donner Benvito. Wirklich viel zu schade. Also die hatte echt viel Potenzial gehabt, finde ich, ne? Und naja. Ich fand auch, dass die drei Töchter zu Alcina Dimitrescu leider viel zu kurz vorkam. Ne? Daniela, Bella und Cassandra. Genau. Da ist die Mutti. Everyone Favorites, ne? Und hier die drei Töchter. Im Spiel war es auch sehr langweilig gewesen. Also man hat sie ja, man hat immer ein gleiches Schema gehabt, um diese drei zu besiegen. Aber gut, das ist jetzt im Prinzip nur Kritik, die man in so einer Spielereview machen kann. Auch ein super Design. Das gefällt mir auch gut. Dieses Grinsen wahnsinnig brutal gut. Was haben wir hier noch? Ja, ansonsten halt Gegner-Designs, ne? Trotz der Kritik, dass es halt hier an Wölfe erinnert und so weiter, fand ich das Spiel halt doch sehr gut. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Insbesondere das Viech hier, ne? Einfach mega. Einfach mega. Gut umgesetzt, finde ich. Wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Das Dorf haben wir hier, genau. Und das wär's dann. Ich würde sagen, wir kommen mal gleich mal zum Highlight und packen die Statue aus, denn ich glaube, da haben wir am meisten was zu erzählen. Entschuldigt bitte, entschuldigt bitte. Wir spulen nochmal zurück, denn wir haben hier die Stoffkarte vergessen. Die packe ich jetzt mal aus. Die wird wahrscheinlich irgendwo zugeklebt worden sein. Ja, wahrscheinlich hier, ja. Das sieht doch gut aus. Na, es tut schon fast weh, das auszupacken, aber ich habe die kurz jetzt noch ein paar Mal. Das werde ich euch nachher mal im Gesamtbild nachher nochmal genauer stellen oder vorstellen, meine gesamte Village Resident Evil Sammlung. Und wow, Stoff fühlt sich doch sehr hochwertig an, gefällt mir. Der Druck ist auch super, ne? Also nichts verschwommen oder so. Gut, vielleicht hier die Seite ein wenig. Aber wow. Wirklich wow. Man sieht hier Moros Reservoir. Ne, mit den Windmühlen, Wasserwindmühlen, das kleine Fischerdorf dort, was wir haben. Diese komische Ornamentplatte da, wo man die ganzen Ornamente einsetzt, um den nächsten Part zu öffnen. Luisas Haus, wo alle verbrannt sind. Die Festung quasi, ne, war auch eine sehr, sehr coole Location, genauso wie die Mühle. Ich fand generell die ganze Welt, die hier gespielt, also die hier eingebaut wurde, also Rumänien so ein bisschen, ne, fand ich schon mega, mega klasse. Und hier natürlich Castle Dimitrescu. Das Dorf hier kann man mal aufmachen. Hier das Dorf. Sehr schön. Ich finde sie auch echt schön, wie die Gegner aus dem Artbox genommen wurden. Ne? Hier Moreau als Fisch. Donner als quasi Harlequin-Puppe hier an der Seite. Ne? Als Sensenfrau. Alcina haben wir gerade gesehen gehabt, als Fledermaus. Ne? Hier nochmal das Schloss, beziehungsweise die Burg. Ja, mega, einfach nur mega. Genau, ich fasse das jetzt wieder zusammen und würde sagen, wir machen das zum Highlight dieser Box und oder dieser Collectors Edition. Ist ja meistens, sind ja meistens die Statuen, ne? Deswegen holt man sie sich ja auch. Lass uns mal die Box drehen und schauen uns mal ein bisschen so das Art-Verpackungsdesign an. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr edel. Gefällt mir sehr gut, wie sie es einfach so matt schwarz gehalten haben. Oder, naja, nicht ganz matt. Es ist ja eher so ein Klavierlack tatsächlich. Jetzt sehe ich auch die Reflexion besser. Und natürlich Chris im Vordergrund. Auf der Seite und auf der Rückseite gibt es soweit nichts zu sehen. Ne? Das ist halt der Standardprozess bei diesen ganzen Kartons, die ihr halt mitbekommt. Ne? Die machen sich auch teilweise gut in der Vitrine, wenn man sie in der Vitrine ausstellt. So eine Fensterbox wäre eventuell cool gewesen, ne? Dass man die Statue direkt sieht, aber da hätte man entweder eventuell auf das Artwork da verzichten müssen. Ne? Hätte man vielleicht auf der Rückseite klatschen können, dann hätte man die Wahl gehabt zwischen der Fensterbox und der Statue, die man so sieht. Oder halt das Artwork, was hinten halt zum Vorschein kommt. Ne? Ansonsten gibt es halt zum Verpackungsdesign eigentlich nichts zu sagen. Wir haben im Prinzip an der Front, die jetzt gleich zu sehen sein wird, Chris Redfield in einem mega, mega Design. Das gefiel mir sehr gut. Viele gehen ja davon aus, dass Chris
endlich infiziert wird und sterben wird, den heroischen Heldentod sterben wird. Ich bin froh, dass das nicht so gekommen ist. Da haben wir es halt, ne? Total mit Blut dran, total kaputt, wieder eingebrochener Chris Redfield mehr oder weniger. Hat man den Anschein jedenfalls. Oder wollte man uns verkaufen, ne? Und natürlich das obligatorische Village-Design mit der römischen 8. Aus der Verpackung raus, rein in die Lightbox und. Ja, das wird wahrscheinlich gleich eine Fummelarbeit werden. Das werde ich euch gleich ersparen. Auch den ganzen Lärm und so weiter und so fort. Ist nicht schön. Ich werde gleich die Tesafilm-Bänder an den Seiten gleich abnehmen, damit ich das oder die Figur rausholen kann. Entsprechend dann auch die Base mit dazu. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erst die Base an. Denn die gefällt mir dieses Mal tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ne? Also Hochachtung. Nicht nur, dass Chris Redfield meine Lieblingsfigur ist, ist diese Statue könnte sogar eventuell meine Lieblingsstatue werden von denen, was wir durch die Collector's Edition bisher bekommen haben. Ihr wisst ja, durch meine Review zu Resident Evil 2 Collector's Edition, also zu der Figur zu Leon als auch zu Jill, dass ich da so ein paar Probleme hatte, wobei mir Leon noch besser gefallen hat als die zu Jill. Leider Gottes muss ich sagen, Jill war irgendwie ein totaler Letdown vom Headscalp her und so weiter und so fort. Also die Headscalps sind da sowieso nicht das Wahre hier, ne? Also es ist eine Billigproduktion. Ich sag's wie es ist, ne? Es ist nichts Hochwertiges, die kriegt man halt so reingeschissen in die Box und dann ist gut. Dafür 250 € zu verlangen, zu dem Preis komme ich nochmal gleich, ist schon harter Tobak, ne? Aber gut, ich werde wie gesagt alles nochmal ganz normal für euch reviewen, ne? Wir schauen uns das Ganze nochmal an mit der Base. Das Zubehör, was dabei ist, ist hier nur eine Waffe, wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben, aber reicht auch für Chris, ne? Und natürlich die Struktur der Klamotten, Headscalp, Hairscalp und so weiter und so fort. Netter Versuch, ihr Marketingtypen von Capcom, um uns das Ganze so ein bisschen als hochwertiger zu verkaufen. Ne? Das lag bei, damit die Figur hinten keine Beschädigung dran nimmt. Aber wenn sie in so eine Art Plastik nochmal reingeschützt worden ist oder reingepresst worden ist, kann da nichts passieren. Das ist wieder nur in meinen Augen wieder so ein bisschen wie tu mal so als ob. Ne? Aber gut, weg damit. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Statue. Angefangen bei der Base, dann würde ich zu der Handpistole gehen und dann schauen wir uns die Statue noch viel genauer an. Aber ich muss schon sagen, die gefällt mir äußerst gut tatsächlich, muss ich meinen. Ja, das Ganze hätte ich auch schon vorher machen können. Wir nehmen jetzt einfach mal die Base-Kapsel hier mal raus und muss sagen, dass man hier, ja, diese Base reiht sich auch sehr gut in die der anderen Collector's Edition mit dran. Wir haben hier diese sehr schöne, finde ich, Schrift zu Chris Redfield, ne, mit diesen goldenen Umrandungen, was so ein bisschen auch mit Klavierlack halt übermalt wurde. Das ist aber halt, ah doch, ist tatsächlich keine Gravur, aber halt ein bisschen reingepresst. Ne? Gefällt mir gut tatsächlich. Sieht sehr nice aus. Hier unten ist halt natürlich wieder offiziell von Capcom, bla 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 bla, ne? Alle Rechte und so. Ansonsten an den Seiten haben wir nichts. Und hier haben wir von Chris BSAA Team, Bioterrorism Security Assessment Alliance, Symbol, ne? Waren das die Wolfdecker gewesen? Ich muss es mir gleich nochmal anschauen. Wenn wir gleich mal einen Schnitt machen, dann schaue ich mir das nochmal genauer an und dann erzähle ich euch das nochmal genauer, wie die Gruppierung zu Chris Heath ist. Ne? Müsst ihr natürlich vor aufpassen, ihr kriegt jetzt hier eventuell Schweißabdrücke und so weiter und so fort, wenn ihr da drauf geht und so und Kratzer und so. Was ich aber gut finde, ist, dass das Symbol dieses Mal hier so schön reingepresst worden ist. Also steht halt schon davor, ihr seht schon hier die ersten Schweißperlen. Steht halt, das Symbol steht halt sehr gut hervor, ne? Finde ich echt gut. Ist aber leider minimal gut ausgearbeitet. Ihr seht halt hier ein paar Farbfehler, ne? Hier an der Seite. Hier auch ein paar Druckfehler teilweise. Minimal. Also wenn man wirklich hinschaut, man findet Fehler. Gar keine Frage. Aber deswegen mache ich auch das Video, um euch darauf hinzuweisen, dass ihr die Katze nicht in den Sack holt, ne? Zack, hier auch nochmal. Und hier ist so eine Art, ich will nicht sagen Beschädigung, aber. Da seht ihr das? So eine Mini-Delle. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Ich habe das Ganze ja noch ein paar Mal, die Statue, von daher. Und das ist auch nichts Hochwertiges, deswegen interessiert mich das auch kein bisschen tatsächlich. Ne? Also ist das viel schlimmer gewesen, wenn jetzt hier was nicht bemalt wäre oder so. Oh, die Struktur ist aber auch schön. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Das ist okay. Also wie gesagt, das Ganze reißt sich gut in die. Also auch schon in die Collector's-Edition der anderen Figur mit ein. Ne? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier die Pistole an. Und da bin ich tatsächlich mega überrascht. Ne? Im Vergleich zu Leon und Jill ist das hier eine super, super Arbeit.
Also die Strukturen sind super, es ist auch super bemalt, finde ich, ne? Das Visier ist auch da. Man kann sogar halt so einen roten Punkt erkennen, ne? Wirklich sehr schön. Es hat keine Möglichkeit, also ihr dürft nichts erwarten. Magazin kommt nicht raus, Lauf lässt sich nicht zurückziehen, Schalldämpfer lässt sich nicht abnehmen oder so. Also es ist ein Solid Piece, ne? Und was ich aber genial finde, schaut euch mal diese Hitze Paint Apps hier an, ne? Also das ist hier schon gebraucht, das sind so diese Gebrauchsspuren. Einfach der Hammer. Das ist echt gut. Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie können, wenn sie wollen, tatsächlich, ne? Sie können tatsächlich, wenn sie wollen. Die Paint-Applikationen sind hier echt gut bei der Waffe. Und ich habe ja mir von SW Toys die Chris Redfield bzw. Alpha Wolf Leader Statue, so heißt hier, also Figur, so heißt hier, ist ja kein offizielles Produkt, im Maßstab 1 zu 6, also im gleichen Maßstab wie diese Statue hier gekauft, organisiert. Und wenn mir die Waffe nicht gut gefallen sollte, die dabei liegt, wovon ich ausgehe, werde ich einfach die hier nehmen. Ne? Ich hoffe nur, dass sie nicht allzu groß wirkt bei der Figur. Das ist halt die von SW Toys, die Chris Redfield Figur, die kommt, ist keine Statue, ist eine vollbewegliche Figur mit Essstoff und so weiter, wie ihr sie halt von meinen Figuren kennt, ne? Die ich habe. Ansonsten gefällt sie mir halt sehr gut. Also die Pistole. Haben sie echt gute Arbeit geleistet. Tatsächlich, muss ich echt auch mal dieses Mal zugeben, ne? Die zu Leon sah ja, reden wir nicht darüber, ne? Hatte Jill eine Pistole? Jill hatte auch eine Pistole gehabt, die war okay, aber die ist phänomenal. Die gefällt mir echt gut, tatsächlich. Wow. Natürlich hier die Abguss, Dings kann man sehen, ne? Aber ja, mein Gott. Also ich bin echt positiv überrascht, was diese Pistole bzw. halt einen Schalldämpfer hiervon angeht, ne? Aber kommen wir jetzt mal zum Highlight. Wird mal Zeit, über Chris zu reden. Wollen wir das Ganze mal ausmessen? Machen wir einfach mal. Und ich denke, so mit 15 bis 20 Meter hat diese Base. 20 cm, wie ihr sehen könnt, ne? Umfang von 20 cm. Damit ihr auch genau wisst, wie viel Platz ihr dann auch braucht, ne? Und allein die Base kommt eine Höhe von 3 cm. Genau. Ich rechne mit bei Chris auch ungefähr ca. 30, 31 cm. Also plus, minus sind wir bei 34 bis 35 cm. Jetzt nehmen wir nochmal Chris. Hoppala. Ohne Base. Ich hoffe, der gute bleibt auch stehen. Aber gut, er ist auch ganz schön geknickt. Also er hat so einen leichten Schwenk nach rechts. Beziehungsweise nach links von ihm aus gesehen. Und beim guten Chris ohne Base kommen wir auf eine Höhe von, ja, ich sag's ja, ungefähr 30, 31 Zentimeter, ne? Das Ganze. Ja, 30, ja doch, 31,5 Zentimeter tatsächlich. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal im Headscope-Bereich genauer an, ob wir da Chris auch wiedererkennen können. Schauen uns einen Mantel an, was in meinen Augen hier eine sehr schöne Struktur hat aktuell. Ja, und dann halt zu der Hose, die eigentlich nicht sehr viel bietet und die Schuhe eigentlich auch nicht. Aber gut, wir wollen das volle Programm, wir schauen uns das mal an. Also wenn ihr mich fragt, hat der Chris Redfield hier einen leichten Tom Hardy Touch. Tom Hardy ist einmal ein Lieblingsspieler, Schauspieler, das sollte jetzt auch keine allzu große Kritik sein. Aber Chris erkenne ich halt aufgrund der Haare und der Bartstrukturen und so weiter und so fort relativ gut. Ansonsten haben wir hier eigentlich einen sehr soliden Head Sculpt, was in meinen Augen tatsächlich besser gesculptet ist als die Haare zu Jill damals, weitaus besser als Jill und auch tatsächlich besser als Leon. Also man sieht hier schon eine positive Steigerung der Produktion, ne? Die haben sich Mühe gegeben gehabt und ich finde, dass der Mantel hier auch eine super, super Struktur hat. Vom Weiten sieht es aus, als ob es wirklich so ein Essstoffmantel wäre. Wenn man näher kommt, sieht man halt, dass es Kunstharz ist. Ist aber bei diesen Figuren bzw. Statuen. Es sind keine Figuren, Statuen. Statuen sind fest, solide, die haben eine Pose, da könnt ihr nicht so viel machen, außer vielleicht die Zubehörsachen anzubringen oder ein, zwei Teile auszutauschen. Und Figuren sind halt total beweglich, ne? Ich finde das immer so eine Missinterpretation, wenn man das auch auf die Produkte auch so beschreibt, ne? Und muss sagen, da Chris seinen Kopf so ein bisschen neigt, ne, wirkt es auch sehr, sehr gut, finde ich. Also man kann Chris erkennen. Man sieht es gut, man kann Chris gut erkennen, finde ich. Aber dann wiederum doch nicht, ne? Also von der Seite geht es, frontal ist es okay. Dann wiederum weicht es total ab, ne? Aber ich würde sagen, wir machen mal einen Zoom ran an die Haare und schauen uns die so mal ein bisschen genauer an, um auch diese zu bewerten. Ja, dass Chris tatsächlich so ein bisschen neigt, ist von Vorteil, weil dann kann man uns die Haare genauer anschauen. Und die sind auch
relativ okay gepaintet. Man will durch verschiedene Paint-Applikationen, also man sieht hier auch hellere Strukturen, ne, hier und da, das ist leider ein bisschen überbeleuchtet. Wenn ich es mal so mache, könnt ihr vielleicht sehen, gerade hier oben hellere Strukturen in der Färbung, die natürlich zeigen wollen, dass jemand hier ein bisschen mit Licht und Schatten gespielt hat, aber naja, kläglich versagt, finde ich. Also hier, gerade hier, der Bereich seht ihr schon fast golden, möchte ich meinen. Ne? Ansonsten sieht der Chris okay aus. Also man sieht Hautstrukturen, die sind sehr, sehr gut. Ich würde schon fast sagen Sommersprossen. Was das Bartpainting angeht, ist mir zu hell. Es ist zu hell. Es ist einfach nicht Chris, das passt nicht. Das passt zu einem Leon vielleicht, aber das ist schon fast blond. Ne? Und die Augen sind nicht symmetrisch. Fällt euch das auf? Seht ihr das? Ne, das, von uns aus gesehen, das linke Auge steht ein bisschen weiter höher ab und scheint auch ein bisschen länger zu gehen als das rechte Auge. Aber was ich super phänomenal finde, ist, dass man hier diesen Glanzeffekt mit reingeholt hat. Mach mal so. In den Augen. Na, komm schon, Autofokus, spür mal mit. Ja, kann man es ein bisschen sehen, ne? Wenn ich so ein bisschen beiseite gehe. So, da könnt ihr auf jeden Fall diesen Glanzeffekt hier besonders sehen. Am rechten Auge und links auch. Das lässt die Figur oder die Statue tatsächlich authentischer wirken oder halt ausdrucksstärker. Das hatten wir, glaube ich, bei Leon und Jill nicht gehabt. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr euch die Reviews zu der Resident Evil 2 und 3 Statue, generell zur Collector's Edition, gerne mal anschauen. Ich werde sie hier irgendwo verlinken. Ja, ansonsten gibt es zu der Statue nicht viel zu sehen. Außer, dass ich halt gut finde, wie hier die Symmetrie halt gut stimmt. Ne? Die Ohren sind. Ich sehe es gerade furchtbar. Ich wollte eigentlich schon sagen, gut angesetzt, aber hier vom Dings her sind sie ja, vom Skalpen sind sie ja furchtbar. Man sieht hier auch tatsächlich hier diesen Abguss, ne? Dass das Head hier in zwei Parts gesplittet wurde. Mal ein bisschen zurückgehen. Ja, kann man besser sehen. Da seht ihr es. Ist echt nicht schön ausgearbeitet. Bei 250 Euro erwarte ich schon tatsächlich mehr. Und da ist es ein, das ist ein offizielles Produkt, Leute. Muss ich sagen, ne? Das ist tatsächlich ein offizielles Produkt und kommt halt. Ja, auf der anderen Seite sieht es ein bisschen besser aus, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meiner Statue liegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Hier ist es halt leider. Also, wenn das jetzt komplett bei allen Statuen ist, finde ich das schon bemängelnswert. Sehr sogar. Dafür, dass sie uns das hier. Hoppala. Hallo, das Autofokus, spielen wir mit. So, jetzt. Hoppala, jetzt wäre die Statue beinahe umgefallen. Genau, dafür, dass es halt. Offizielles Produkt ist, dass man uns sowas halt gibt, nur gerade für den Preis. Ansonsten, aber dafür finde ich die Haare eigentlich sehr, sehr gut modelliert. Ne? Also die gefallen mir wirklich sehr. Na komm. Wollen wir nicht? Dann machen wir es manuell. So. Genau. Die Strukturen der Haare sind wirklich gut modelliert. Gefällt mir sehr gut. Haben auch so eine leichte Dynamik, finde ich. Ne? Und. Mehr gibt es zum Herzklapp nicht zu sagen. Sie ist halt total solide. Besser als sie zu Jill, garantiert. Ich würde sagen, mit Leon schon fast gleich auf. Wobei ich das Painting hier besser finde als bei Leon Figur, Statue. Aber das seht ihr dann in meiner Review, wenn ihr euch mal die mal anschaut. Ne? Die werde ich euch hier auf jeden Fall verlinken. Oder habe ich schon verlinkt, je nachdem. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Chris Torso an oder halt Chris Mantle, denn tatsächlich gefällt mir Chris Mantle sehr, sehr gut. Also tatsächlich muss ich sagen, dass mir die Struktur von Chris Mantle sehr gut gefällt. Es hat tatsächlich einen Anschein vom Weiten, dass es Echtstoff wäre. Ne? Man sieht hier auch super schön die Falten, dass das lässt das Ganze viel dynamischer wirken, ne? Von den Klamotten. Das hat mir auch damals schon bei Jill und Leon gut gefallen, bei Leons und Jills Hosenpartien. Ne? Auch auf der Rückseite kann man schöne Knicke erkennen. Ne? Das Ganze ist halt aus Hartkunststoff bzw. aus Hartplastik, besser gesagt, PVC. Und es sieht einfach vom Weiten tatsächlich sehr gut aus. Also ich habe da echt nichts zu kritisieren. Auch am Kragenbereich lässt es, weil es halt so gefaltet ist, die Statue viel dynamischer wirken. Gefällt mir sehr gut. Wenn man es mal zur Seite dreht. Hier auch an den Armen nochmal die einzelnen Falten und Strukturen, die Knicke hier auch. Das lässt die Figur halt lebendiger wirken. Gefällt mir wirklich sehr gut. Man hätte vielleicht die Taschen hier an den Seiten schön nochmal ein bisschen vertiefen können, dass man halt sieht, dass es da vielleicht reingeht. Ich finde es gut, dass das hier so ein bisschen übersteht, dass man halt wirklich sieht, dass das ein Mantel ist. Ne? Ich habe mir tatsächlich diese Version vorbestellt gehabt, die japanische Premium mit Chris Mantel.
Der Mantel kam aber leider nie an. Das war auch eines der Gründe, warum, weshalb, wieso ich dann mich so lange darum gesträubt habe, so eine Review zu machen. Ne? Tatsächlich. Ja, aber wie ich schon sagte, dieser Mantel wirkt sehr, sehr dynamisch. Gefällt mir sehr gut und das lässt die Statue natürlich schon dadurch sehr hochwertiger wirken. Wenn wir uns jetzt mal Chris' Oberteil anschauen, was er darunter trägt, oder unter Mantel trägt, auch sehr schön gefaltet, wie ihr sehen könnt, gerade im Brustbereich. Man sieht, dass sein Chris natürlich durchtrainiert ist. Ne? Unten halt ein paar Falten. Sieht aus, ob er sich gerade bewegt hat. Also wie gesagt, das Ganze haben sie in der Hinsicht gut hinbekommen. Beziehungsweise sogar sehr gut. Ne? Das lässt das Ganze wirklich sehr dynamisch wirken und auch lebendiger. Das macht die Statue dann automatisch, ich sag mal, hochwertiger. Obwohl sie es eigentlich nicht essen. Angekommen bei Chris Hose, gibt es hier nicht viel zu erzählen. Wir lassen es mal drehen. Sieht nach einer eleganten Einsatzhose aus, ne? Schon fast Lederoptik. Auch hier alles sehr eintönig, sehr, sehr schwarz. Das Ganze leider halt wenig Farben, aber sowas hat auch im Spiel gewesen. Ne? Also, da hatte Chris wirklich nicht viel gehabt. Man hat sich hier total von Chris' grünen Signaturfarbe entfernt. Ich meine, in Resident Evil 1 sein grünes Outfit, Stars Outfit. Ne? Immer ein Oberteil als grün gehabt oder irgendwo im Oberteil grüne Elemente oder an der Hose. Ne? Chris BSA Outfit aus Resident Evil 5 grüne Elemente. Chris BSA Outfit aus Edonia oder aus Langxiang. Ne? Die Edonia Jacke hat auch grüne Elemente gehabt oder war sogar hellgrün, ich sag mal minzgrün gewesen. Die in Langxiang, sein Outfit war auch ein bisschen an Resident Evil 5 angelehnt, hatte auch grüne Elemente gehabt. Ne? Hier entfernt man sich total und zeigt auch Chris dunkle Seite so ein bisschen. Ne? Hat man halt im Intro zu Resident Evil Village halt schon mehr oder weniger auch schon gesehen gehabt, ne? Wie er da skrupellos die obligatorische Mia abknallt, obwohl sie es ja nicht gewesen ist. Ne? Ja, es ist eine herkömmliche Einsatzhose, gibt es nicht viel zu sagen. Man hat auch am Chris Körper überhaupt keine Elemente, also wie Waffenholster, Munitionstaschen oder sonst dergleichen. Ne? Deswegen macht es die Figur halt schon eher zivil statt so einer Special Ops Einheit oder Unit. Last but not least, die Schuhe. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es sind herkömmliche Einsatzschuhe. Sehen gut aus, haben auch eine schöne Struktur, finde ich. Also sehr viele Elemente, gefallen mir sehr gut. Auch natürlich schwarz gehalten. Könnt ihr schon mal genau ansehen rundherum. Die Strukturen sind gut. Auch hier und da gibt es tatsächlich ein paar Knicke in diesem Schuhwerk, sage ich mal. Ne? Wir können uns gleich mal die Sohlen anschauen, ob die auch strukturiert sind, ob sie da Sohlen haben. Ne? Sieht aber soweit ganz nice aus. Also die Schuhe gefallen mir auch. Für das, was sie sind, auch gut. Auch hier im Hosenbereich, hier die Knicke nochmal, möchte ich nochmal hervorheben. Also, die haben sie wirklich echt gut hinbekommen. Sehr, sehr dynamisch, das Ganze. Ne? Da, wo Knicke hingehören, haben sie die auch reingemacht. Nicht einfach irgendwo hin geklatscht, sondern ergibt schon alles soweit Sinn. Ne? Allein, dass Chris sein Gewicht nach links verlagert, von Chris aus gesehen, von uns aus gesehen nach rechts, zeigt halt hier wieder die ganzen Falten, die Strukturen, dass da halt Bewegung im Spiel ist. Ne? Das macht die ganze Statue, wie ich schon so oft erwähnt habe, dynamischer. Jetzt können wir uns gerne nochmal die Strukturen anschauen. Unter seiner Sohle. Und ja, Einsatzschuhe. Hier natürlich die Löcher, ne? Und haben sich Mühe gegeben. Finde ich gut. Also gar nicht mal so verkehrt. Ich würde sagen, jetzt packen wir mal die Base mit rein, messen das Ganze nochmal mit aus. Ich lege Chris Handfeuerwaffe in die Hand und dann schauen wir uns mal das ganze Gesamtbild an. Und dann komme ich auch zu meiner Abschlusswertung, was diese Kultusselektion angeht. Ja, das Ganze wollen wir nochmal komplett ausmessen. Samt Statue, samt Base. Kommen die hier auf eine gute Höhe von circa 34,5 cm, das Ganze. Also damit ihr genau wisst, womit ihr es zu tun habt. Vom Durchmesser her habt ihr 20 cm, was die Base angeht, und eine Gesamthöhe mit Base und der Statue circa 34,5 cm. Was kann ich dazu sagen? Also die Statue macht echt was her. Wir können sie nochmal rotieren lassen und allein das Namensschild da vorne, was wir haben, ne, mit diesen Goldelementen, diesem Klavierlack, sieht schon sehr nice aus. Und auch das Symbol der Wolf-Einheit von Chris macht auch was her. Und ich habe ja schon die positiven Aspekte erwähnt gehabt, die ganzen Knicke, die ganzen Falten, die er in seiner Hose hat, am Mantel und so weiter und so fort, macht die Figur halt echt lebendig und sehr, sehr dynamisch, das Ganze. Ich werde vielleicht früher, später mal alle drei Statuen nochmal als Einzel-reviewen und dann mal Vergleiche ziehen zwischen den drei Statuen. Weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr zu dieser Statue haltet. Beziehungsweise ob ihr sie auch organisiert habt, ob ihr diese Kultus-Edition wegen der Statue geholt habt, wovon ich mal ausgehe. Oder ob das doch für euch so eine Art Letdown gewesen ist oder halt so eine Art Enttäuschung, möchte ich mal meinen. Ne? Ansonsten
gibt es hierzu nicht mehr viel zu sagen. Ich werde gleich nochmal das Steelbook rausholen, das können wir uns nochmal genauer anschauen, denn das war auch eher so eine kleine Enttäuschung in meinen Augen. Da hat man sich nicht ganz so viel Mühe gegeben, finde ich. Aber die Statue macht halt doch schon was her. Und gerade wenn man sie in die Vitrine steckt, gut ausleuchtet, am Kopf vielleicht so ein bisschen mit Schatten spielt, man versucht seinen Kopf so ein bisschen hin und her zu auszustellen, beziehungsweise das Licht so zu spiegeln, das so zu stellen, dass das im Schatten, also dass im Gesicht sehr viele Schatten entstehen, könnte die Statue doch hochwertiger erscheinen lassen, als sie ist. Ne? Beim Anbringen war ich jetzt so ein bisschen vorsichtig gewesen, denn das war wieder so eine harte Arbeit, die Statue auf die Base anzubringen, weil ich da Angst hatte, tatsächlich da ein bisschen Kratzer reinzubringen. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Und die Pistole, Leute, furchtbar. Ich habe jetzt wahrscheinlich 10 Minuten am Hand rumgefummelt, von Chris, wie sich das anhört, um die Pistole anzubringen. Ne? Da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Nehmt einen Föhn, ätzt die Hand ein bisschen, dass sie ein bisschen weicher wird und schiebt dann die Pistole in seine Hand. Und dann kriegt sie auch locker rein. So war es wirklich gerade eine sehr, sehr harte Arbeit gewesen, die Pistole ranzukriegen, ohne wahrscheinlich in der Handinnenfläche wahrscheinlich ein, zwei Kratzer zu verursachen. Aber gut, die Statue werde ich wahrscheinlich sowieso nicht wieder, ich sag mal, auseinanderbauen. Weil ich habe ja die Kurzedition hier und da noch mal ein paar Mal zu stehen. Also ich hab Chris mindestens noch dreimal original verschweißt oder original verpackt noch. Das ist ein anderes Thema. Ich hole jetzt die Statue, ich hole jetzt das Steelbook, pack die Statue weg, schauen Sie mal kurz das Steelbook an und dann kommen wir zu meiner Endwertung. Da ist das Steelbook. Ich kann dazu nicht sehr viel sagen, außer dass ich doch ein bisschen enttäuscht bin. Tatsächlich, weil ich hier ein bisschen mehr erwartet habe. Und zwar, ich habe es ja dort nochmal, ne, das Steelbook komplett original versiegelt und hier nochmal so bekommen gehabt. Tatsächlich, ich habe das Steelbook, glaube ich, noch, glaube ich, drei oder viermal hier irgendwo zu liegen, Leute. Aus den anderen Collectors-Editionen, beziehungsweise aus den anderen Bestellungen, die ich damals getätigt hatte. Zum Steelbook selbst. Ich hatte ihn erhofft gehabt. Ich habe mir so sehr gewünscht gehabt, dass das hier kein billiger Aufdruck ist, sondern geprägt. Ne? Das hat sich so gut gemacht als Prägung. So ein bisschen hochwertiger das Ganze auch. Ne? Ist es leider nicht. Auf der Rückseite gibt es nichts zu sehen, außer diese Ornamente, Symbole hier, die wir haben. Ne? Hier das Fötus-Symbol mit den Krähenflügeln und den ganzen anderen Ästen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es hätte sich so gut geeignet, so super gewesen. Das ganze Goldene hier, die ganzen Goldelemente hätte man schön auch metallic machen können, dass es noch mehr hervorsticht. Ne? Das stelle ich mir unter einem super Steelbook vor, bei einem Preis von 250 Euro. Und tatsächlich gibt es im Inlay noch nicht mal irgendwelche Bilder. Also wie billig ist das denn? Sorry, aber es geht echt nicht. Ja, hier nochmal Aufschrift, ne? Ja, also das war echt ein Letdown, hat mir echt nicht gefallen und finde ich schade, obwohl das Design so hervorragend ist, ne? Naja, gut, kommen wir zu meiner Endwertung. Neben der Boxart und den ganzen Inhalten, die ihr dazu mitbekommt und Steelbook, diesen komischen Papp-Mini-Poster hinter Chris Redfield, hinter Chris Redfield natürlich, und das Softcover-Artbook, bekommt ihr noch diese grandiose Statue mit dazu und das Ganze für den Preis von 250 Euro. Finde ich dieses Mal tatsächlich okay, eher okay. Immer noch viel zu teuer, finde ich, für das, was man halt bekommt, weil es halt keine hochwertige Statue ist und die Statue würde ich alleine bei ca. 150, 170 Euro einschätzen. Das Spiel nochmal mit 50 Euro dazugelegt, ne? Das ist halt nichts Besonderes, das ist das komplette Spiel und ja, diese Mini-Zusatzinhalte. Ansonsten habt ihr noch so ein Soft- Cover Artbook mit dazu und halt das Stoffposter bzw. diese Stoffmap, die ihr mit dazu bekommt. Wie ich schon erwähnt hatte, der Preis ist nicht wirklich gerechtfertigt, denn ich kenne Hersteller, die bei Gaming Collectors Edition viel hochwertigere Statuen mit reinpacken, die besser aussehen. Wie gesagt, Chris Gesicht ist okay gepainted, die Haare sind okay gepainted, super skulptiert, ne, also super, super designt. Die Pistole war mega, ne, dieser Ruß-Hitze-Effekt am Schalldämpfer auch mehr genial, also kann schon wirklich mit ein paar hochwertigeren, nicht ganz der oberen Liga, aber so ein Mittelliga mithalten definitiv. Die Base ist super, finde ich. Ne? Ansonsten ist es das, was ihr dafür bekommt. Schreibt mir ruhig, ob ihr euch diese Collectors Edition organisiert habt, ob ihr sie noch organisieren wollt. Wenn ihr jetzt noch zuschlagen wollt, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das alles komplett haben wollt, noch Spiel wahrscheinlich verschweißt, die Codes nicht benutzt, etc. Bla 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 bla. Bezahlt nicht mehr wie 170 bis 200 Euro. Das sollte dabei bleiben. Ne?
Auch wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr wollt das unbedingt haben, mein Gott, dann bezahlt auch die 250 dafür. Ist okay. Ich denke, wenn ich das Teil verkaufen würde, würde ich auch versuchen, den Preis noch, ich will nicht sagen hochzuhalten, aber noch mindestens Gewinn daraus zu erzielen. Zwischen 225 und 250 Euro würde ich den Preis noch, wohlgemerkt, Factory Sealed, also wirklich keine Kratzer am Steelbook. Statue 1A noch verpackt, niemals ausgepackt, ne? Genauso wie Stoffdings, ne? Das Artbook natürlich keine Knicke und so weiter und so fort. Dann würde ich den Preis auf jeden Fall da oben noch ansetzen. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese kleine Review, das kleine Unboxing gefallen hat. Ich bin der Chris Wenfield, bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.